Das ist der schlimmste Beruf, den man sich aussetzen kann. Du ziehst dich jedes Mal aus sozusagen und stellst dich tagtäglich auf diese Bühne vor zwischen 100 und 400 Menschen, die gerade draußen ein Glas Wein getrunken haben, und du stellst dich da auf die Bühne und lässt die eigentlich über dich urteilen. Es ist einfach das, was ich machen will. Leider. Ich wünschte mir oft, es wäre anders. Und dann hat sie mich gefragt, hättest du eigentlich Interesse daran, festes Ensemblemitglied bei den Kammerspielen zu werden? Und ich dachte erst, sie will mich verarschen. Also. Heute ist das Vorsprechen fürs inklusive Schauspielstudio. Was wir also sehen wollen, ist keine Perfektion. Was wir sehen wollen, ist Talent. Wenn sich jemand bewirbt für eine Stelle und er kriegt sie nicht, ist es hart. Und genau das ist das Leben. Also das ist die Situation am Theater. Und letztendlich schonen wir da niemanden. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, 3 Jahre lang auch Unterricht zu haben. 3 Jahre lang aber auch dann in Produktionen teilzunehmen. What are you so scared of? I'm not scared, Lucy. So why do you keep running away? Haven't you ever seen a woman before? Menschen mit Handicap sind ein Teil unserer Gesellschaft. Du bist so der lustigste Mensch in der Welt. Also haben sie das gleiche Recht, auf der Bühne gespiegelt zu werden wie Menschen ohne Handicap. Das heißt, es muss sich auch strukturell etwas ändern, damit das überhaupt möglich ist. Einfach nur die Idee gut zu finden, reicht nicht. Kannst du schon nach vorne gucken? Ja, mehr als so kann ich nicht nach vorne gucken. So, ja. Unter den Fall. Zu nett. Da hat was gefehlt. Es war heute so schlecht. Man hat euch so wenig verstanden und es war so unterspannt. Also, dass ich manchmal so denke, okay, sind irgendwie die Ansprüche niedriger, weil die Leute irgendwie sagen, sie Wahnsinn, dass die sich das überhaupt traut. Oder sind die Ansprüche irgendwie höher, weil man irgendwie beweisen muss, hey, ich kann das übrigens trotzdem machen. Hey! Jungs! Werf diesen Kleinen hier wieder auf. Dann will ich lieber, dass die Leute sagen, es war kacke und es war irgendwie blöd und es war scheiße gespielt. Anstatt, dass man mir irgendwie sagt, ach ja, ihr macht das so toll. Thank you.